Es ist das größte seiner Art hier in Regensburg. Ein Mehrfamilienhaus komplett aus Holz. Innen helle Holzarten wie Fichte, Buche, Eiche und Lärche. Außen sorgte man mit einem speziellen japanischen Holzveredelungsverfahren für eine glitzernde Schwärze, die nicht nur schön fürs Auge ist. Durch dieses Karbonisieren, also durch die Beflammung der Holzoberfläche, wird die Zellstruktur so verändert, dass sie einfach witterungsbeständig ist, beständig gegen Schimmel etc. Und wir eigentlich einen sehr geringen bis gar keinen Pflegeaufwand erwarten über einen sehr langen Zeitraum. Aber das viergeschossige Wohnhaus hat noch mehr drauf. Um Fläche zu sparen, platzierte man es auf Stelzen. Das Haus beginnt so mit dem ersten Stock, unten parken, oben wohnen. Wir haben eine Nutzungsüberlagerung, Tiefgarage parken, Erdgeschoss parken, drei Geschosse wohnen und dann eben nochmal der Dachgarten, wo wir ein Stück Natur der Stadt zurückgeben. Die 33 Mietwohnungen, sie waren schnell vom Markt. Stefan Wimberger und seine Freundin waren die ersten Hausbewohner. Seit 4 Monaten leben sie hier in einer 70 Quadratmeter großen Zwei-Zimmer-Wohnung, fühlen sich sehr wohl. Ein Unterschied zu ihren vorherigen Wohnungen ist es aber allemal. Ja, man muss halt pfleglich damit umgehen. Das ist aber, glaube ich, ja in jeder Wohnung der Fall. Wenn man jetzt Bilder aufhängt, sollte man sich schon vorher halt überlegen, wo man jetzt wirklich Löcher in die Wand bohrt oder ob man es überhaupt. Und wie man hier sieht, haben wir bisher eigentlich keine Bilder aufgehängt, weil die Wand wirklich lebendig ist und interessant ist. Ein Haus aus 700 Kubikmeter Holz. Es ist zwar ökologisch, aber nicht billig. 6 Millionen Euro hat es die bayerischen Staatsforsten gekostet. Nach 2,5 Jahren Planungs- und Bauzeit wurde es heute Vormittag feierlich eröffnet. Und bestaunt. Das Leuchtturmprojekt in Regensburg, es soll nicht das letzte seiner Art sein. Also wir hoffen das natürlich. Wir wünschen uns den mehrgeschossigen Holzbau, weil damit natürlich auch Flächensparen mit einhergeht. Das bedeutet ja auch Nachhaltigkeit, hier die Ressourcen zu schonen. Und ich wünsche es mir nicht nur, sondern ich hoffe es wirklich, dass es ganz viele Nachahmer gibt in Bayern, dass wir gerade in diesen Bereichen noch viel besser werden. Ökologisch, flächensparend, nachhaltig. Alles vereint in einem Mehrfamilienhaus mitten in der Stadt. Das Haus auf Stelzen, es soll auch ein Symbol sein für den Weg in eine nachhaltige Zukunft.